Grüezi miteinander. Herzlich willkommen zu der ersten virtuellen Ferienmesse der Schweiz und herzlich willkommen zu meinem Vortrag über Island. Mein Name ist Aline Wokka, ich bin Produktmanagerin bei Contiki und zuständig eben für Island. Ich möchte euch heute mitnehmen auf eine Reise auf Island und rund um Island. Anfangen tue ich mit dem Mehrwert von einer Buchung bei Contiki. Dann erzähle ich euch, wie ihr auf Island reisen könnt, wie ihr einreisen könnt. Es folgen ein paar Infos, die wichtig sind zum Wissen. Wir schauen, wie man in Island unterwegs ist, was man alles erleben kann und was es für Sehenswürdigkeiten gibt. Ihr habt jederzeit auch die Möglichkeit, zum Fragen zu stellen. Und zwar live, jetzt während der Präsentation im Chat. Es ist so, dass ich die Präsentation im Voraus aufgezeichnet habe und jetzt mit euch die Präsentation schaue und euch die Fragen im Chat beantworte. Von dem her, wie gesagt, jederzeit einfach gerne eure Fragen im Chat stellen und ich tue sie dann beantworten. Super, lassen wir doch gerade los mit dem ersten Thema und zwar ein bisschen etwas zu uns, ein bisschen etwas zu Contiki. Wir sind alle ganz, ganz grosse Island-Fans. Das heisst, wir freuen uns, euch kompetent zu beraten, unsere Erlebnisse mit euch zu teilen und wenn ihr möchtet, euch auch sehr gerne ein persönliches Erlebnisprogramm zusammenzustellen. Ihr bekommt dann von unseren Kollegen in der Reisedokumentabteilung auch ausführliche Unterlagen über mit auf die Reise, dass ihr euch auch im Voraus schon darauf vorbereiten könnt. Und etwas, was ich selber ganz, ganz cool finde, was ihr auch bekommt, ist noch der Zugriff auf unsere Contiki-Tipp-App. Wir Mitarbeiter haben von all unseren Reisen unsere Highlights ein bisschen zusammengetragen und euch zur Verfügung gestellt auf dieser Tipp-App. Das heisst, wenn ihr unterwegs seid in der Region, nehmt die App vor, schaut doch rein und vielleicht entdeckt ihr so etwas, was ihr sonst dran vorbeigefahren wäret. Ein weiteres Highlight, ein weiterer Pluspunkt, ist natürlich unser Nordlichtalarm. Wir haben rund um Island Kameras installiert, die euch im Zeitraum von Ende August bis Anfang April Bescheid geben. Es löst einen Alarm aus, wo ihr dann per SMS informiert werdet, wenn sich etwas tut, wenn es sich lohnt, um sich warm einzupacken und vorauszugehen, um die Nordlichter zu schauen. Etwas, was für uns sehr, sehr wichtig ist, was uns am Herzen liegt, ist das Thema Nachhaltigkeit. Es ist für uns wichtig, dass ihr, wenn ihr nicht nur in Island, bei all diesen Destinationen unterwegs seid, dass ihr dort authentische Erlebnisse habt und dass man die auch in der Zukunft noch hat. Entsprechend setzen wir uns wirklich für das Thema Nachhaltigkeit ein und sind auch seit 2013 entsprechend zertifiziert mit dem Gütesiegel von TourCert. Ein leidiges Thema, aber es gehört mittlerweile einfach dazu. Aufgrund von der aktuellen Situation haben wir unsere Annulationsbedingungen angepasst. Ihr findet die aktuellsten Infos auf unserer Homepage auf contiki.ch/information. Und unsere Idee dahinter ist natürlich, dass ihr sorgenfrei eure Reise könnt planen und buchen. Auch ein bisschen zu dem, Thema gehört das Thema Einreisebestimmungen. Das ändert im Moment ja regelmässig und ihr findet ebenfalls auf unserer Homepage contiki.ch/infografik die aktuell gültigen Bestimmungen pro Land aufgeführt. Etwas, was ich noch erwähnen möchte, ist unsere Erreichbarkeit. Wir haben im Moment eingeschränkte Öffnungszeiten, das heisst, wir sind am Morgen für euch am Arbeiten von 10 bis 12. Wenn ihr mal ein Anliegen habt, ausserhalb von den Öffnungszeiten, dürft ihr uns natürlich auch via Chat kontaktieren. Und wenn es dann soweit ist und ihr auf einer Reise seid, bekommt ihr auch eine Notfalltelefonnummer von uns über, wo wir 24 Stunden erreichbar sind. Tipptopp, das waren jetzt ein paar Worte zu uns. Dann schauen wir doch zusammen gerade mal, wie man auf das schöne Island reisen kann. Wir haben Direktflüge mehrmals in der Woche von Zürich und von Genf. Man fliegt ungefähr 3,5 Stunden pro Weg. Fliegen tut im Moment direkt einfach die Icelandair, das ist die isländische Fluggesellschaft.
Von der Flugzeit her ist es gäbig, man fliegt nach dem Mittag in der Schweiz los und landet dann auch entsprechend kurz nach dem Mittag wieder in der Schweiz, wenn man heimkommt. In Island noch wichtig, der Flughafen, wo man ankommt, der ist nicht in Reykjavik, nicht in der Hauptstadt, sondern das ist in Keflavik, das ist der internationale Flughafen von Island. Und der ist ungefähr 40 Autominuten von der Stadt entfernt. Für die Einreise braucht man als Schweizer ein ID oder einen Pass. Das Dokument muss gültig sein und es ist einfach wichtig, dass es dann auch noch 3 Monate über das Rückreisedatum aus gültig ist. Wie ich vorhin schon gesagt habe, die aktuellen Infos zu der Einreise, Corona-bedingt, findet ihr auf unserer Homepage, contiki.ch und dann eben der /Infografik. Jawohl, wir wissen, wie man auf Island kommt. Jetzt schauen wir doch mal, was es sonst noch alles gibt, was wichtig ist zum Wissen. Die Isländer sind im Moment 2 Stunden hintendrein. Im Winter, also gegenüber uns, im Winter ist es 1 Stunde, wo sie hintendrein sind. In Island gibt es die isländische Krone. Euro wechseln zum Beispiel bringt nicht viel. Am besten tut man vor Ort mit dem EC-Kärtchen Bargeld rauslassen. Man kann aber eigentlich überall sehr gut mit dem Kärtchen auch zahlen. Ich bin jetzt die letzten paar Mal sogar auch ohne Bargeld unterwegs gewesen in Island. Ja, grundsätzlich das Preisniveau im Norden ist natürlich ein bisschen höher als bei uns. Vom Essen kann man es so ein bisschen vergleichen mit Zürich-Preisen. Und tanken noch so als Richtwert. Diesel kostet etwa 1,60 Franken pro Liter. Man kann das ganze Jahr auf Island reisen. Es kommt natürlich ein bisschen darauf an, was man vorhat. Also jemand, der möchte Nordlichter schauen und jemand, der möchte ins Hochland gehen, die geht es nicht unbedingt zur gleichen Zeit. Aber wichtig zum Wissen, man kann das ganze Jahr auf Island reisen. Und jede Zeit hat so ein bisschen etwas Spezielles und lohnt sich auf ganz eine andere Art eigentlich. Wichtig, das Thema Tageslicht. Island liegt direkt unter dem Polarkreis. Das heisst, sie haben im Juni fast Mitternachtssonne. Das heisst, die Sonne geht eigentlich nicht ganz unter. Das heisst, es ist quasi 24 Stunden hell. Im Winter fast das Gegenteil. Wir haben sehr lange Dämmerung und nicht so lange Tageslicht. Also im Januar, wenn man im Winter auf Island geht, dann tut man die Ausflüge eher etwas anders planen, als wenn man im Sommer auf Island geht. Man sieht es hier auf der Folie. Im Januar geht die Sonne um 11 Uhr auf und um 4:30 am Nachmittag geht sie unter. Ist aber natürlich ein grosser Vorteil, wenn man möchte Nordlichter sehen. Das Wetter in Island ist sehr, sehr wechselhaft. Man sagt auch, wenn einem das Wetter nicht gefällt, dann muss man einfach 5 Minuten warten, weil dann ändert es nämlich gerade wieder. Temperaturen haben wir im Winter so -5 bis +5 Grad, also wirklich so um den Nullpunkt herum. Und im Sommer wird es auch wärmer. Also wir haben dann doch im Sommer, also Juni, Juli, August, doch auch bis 18 Grad, wo man gemütlich ein Glas essen kann. Thema Essen. Was isst man in Island? In Island isst man das, was es hat, und es hat eigentlich erstaunlich viel. Sie können mit Hilfe der geothermalen Energie können sie Gewächshäuser auch eigenes Gemüse anpflanzen. Das heisst, man kann wirklich Blumenkohl von Island essen. Es gibt viel Getreide, es gibt viel Milchprodukte, frischen Fisch, Rind und Lamm. Und in den Städten, in den grösseren Städten wie Reykjavik und Akureyri, hat man auch ganz viel internationale Küche. Was so ein bisschen verbreitet ist, das ist eher so ein bisschen amerikanisch, sind Hotdogs und Pizza an Tankstellen, wo man wirklich immer und überall überkommt. Es hat auch ganz viele so Hotdog-Stände immer mal wieder unterwegs, wo man antrifft. Ja, man hat es vorher gehört, das Wetter ist sehr, sehr wechselhaft. Das heisst, es ist auch wichtig, dass man sich richtig anlegt. Schichten sind so und so, das Zwiebelprinzip. Von da mit Thermowäsche, eine gute Regen- oder Windjacke, Regenhosen sicher nicht vergessen. Kappen haben schon Schal, auch im Sommer, auch wenn ihr im Juni, Juli, August geht, unbedingt mitnehmen. Und dann entsprechend natürlich Schuhe, die dreckig sein und die ihr auch Halt habt, wenn ihr draussen in der Natur unterwegs seid. Badsachen unbedingt mitnehmen. Wir hören nachher noch ein bisschen mehr zu diesem Thema. Für im Winter auch wieder wichtig, gute warme Schuhe mitnehmen, wirklich gefütterte Schuhe und am besten eigentlich die Skijacke mitnehmen. Dann hat man schön warm. Ja, wir schauen mal, wie man in Island am besten unterwegs ist. Verschaffen wir uns mal einen Überblick. Ihr seht hier drauf Island als Verhältnis. Island ist 2,5 Mal so gross wie die Schweiz. Also wir haben gute 100'000
Quadratkilometer, wo die Insel ist. Es täuscht manchmal ein bisschen, wenn man es anschaut. Aber wenn man so ein bisschen im Hinterkopf hat, okay, 2,5 Mal die Schweiz, kann man sich das einigermaßen vorstellen. Wir haben gesagt, wir fliegen direkt ab der Schweiz auf Island. Wir kommen an in Keflavik am internationalen Flughafen. Und da ist unten links, wie das vorhin gesehen hat, was das Flugzeug reingeflogen ist. Dann führt die Ringstrasse einmal in einem Ring rund um Island. Die Ringstrasse ist gute 1300 Kilometer lang. Wir haben alles innerhalb der Ringstrasse, wo das Hochland ist. Im Hochland hat es keine Theaterstrasse, das sind alles Schotterpisten. Und das Hochland ist ja nur im Sommer gut zugänglich. Das heisst, es fängt so Mitte Juni an und geht dann bis in September. Was hier wichtig ist, für diese Strasse braucht man einen guten 4x4 mit genug Bodenfreiheit, weil ab und zu muss man nochmal durch den Fluss durchfahren. Dann haben wir etwas, was auch noch so ein bisschen nach Bussen ist, das sind die Westfjord, die sind oben links. Wir empfehlen, die in den Sommermonaten zu besuchen, Mai bis Oktober. Das ist ja so, bei den Westfjord, da sind wir ein bisschen weniger schnell unterwegs. Man muss ein bisschen mehr Zeit einplanen. Rund 4 Nächte wären eigentlich gäbig. Einfach mal so ein bisschen als Verhältnis, dass ihr eine Idee bekommt. Geht natürlich nicht so schnell, bis man um all die Fjorde rumgefahren ist oder auch mal über einen Pass drüber. Braucht ein bisschen mehr Zeit, aber lohnt sich. Ja, da hat es schon so ein bisschen rausgehört. Eigentlich am besten ist man mit einem Mietauto unterwegs. Es gibt ganz viele Sehenswürdigkeiten, die auch abseits von dieser Ringstrasse sind. Muss man irgendwie dran ankommen. Darum eignet sich wirklich am besten das Mietauto. Wenn ihr einen guten Überblick möchtet bekommen über die Insel, dann würde ich euch eine 2-wöchige Reise empfehlen. Man kann auch weniger lang gehen. Es muss einem einfach bewusst sein, dass dann Regionen wegfallen. Man kann dann nicht alles anschauen. Wer wirklich alles möchte anschauen, also mit dem Hochland in der Mitte, mit dem Westfjord oben, der braucht schon 4 bis 5 Wochen, um alles zu machen. Und im Winter ist es zusätzlich noch sinnvoll, um etwas kürzere Etappen einzuplanen. Man weiss nicht immer, was das Wetter macht. Und darum tut man sich lieber ein bisschen besser darauf vorbereiten. Tun wir euch aber dann auch gerne entsprechend beraten, wenn ihr im Winter möchtet auf Island reisen. Ja, jetzt haben wir gehört, das Mietauto ist wichtig. Wir arbeiten in Island mit Europcar zusammen. Das ist unser langjähriger Partner, wo wir sehr gute Erfahrungen gemacht haben mit ihnen. Die haben ja ganz viele verschiedene Modelle. Man braucht nicht immer das gleiche Auto. Also es kann sein, dass man ein kleines Auto braucht, VW Polo. Oder wenn man mehr Leute ist, dann braucht man ein kleines grösseres Auto. Sie haben ja Familienautos, Kombis. Oder dann eben die 4x4 Autos wie ein Toyota Land Cruiser, den man braucht für ins Hochland. Wenn ihr bei uns dort buchen, habt ihr unlimitierte Kilometer dabei. Müsst ihr euch um das keine Sorgen machen. Und auch ein Zusatzfahrer ist immer mit dabei. Wie ich vorhin schon gesagt habe, wenn man ins Hochland möchte, darf man das nicht mit jedem beliebigen Auto machen. Da braucht man wirklich einen entsprechenden 4x4 SUV, der wirklich die Bodenfreiheit hat, die es eben auch braucht. Wenn jemand ein bisschen etwas Abenteuerlicheres machen möchte, wir haben natürlich auch noch Partner für Superjeeps, die man mieten oder für Spezialtouren. Ja, wir wissen, wie wir uns fortbewegen können. Wie kann man denn in Island übernachten? Es gibt mittlerweile eigentlich wirklich ein super Angebot rund um die Insel, wo man wirklich eine gute Auswahl hat. So ein bisschen mit Ausnahme von unseren 2 bekannten Gebieten, Hochland in der Mitte und die Westfjord, dort ist das Angebot weniger gross. Im Hochland hat man auch hauptsächlich Hochlandhütten. Das kann man so ein bisschen vergleichen mit den SAC-Hütten, die es bei uns gibt. Sonst rund um die Insel haben wir Jugendherbergen. Es gibt einfache 2-3-Sterne-Hotels, das können zum Beispiel ehemalige Schulen sein, die sie umfunktioniert haben in Hotel. Dann gibt es auch ganz, ganz viele persönlich geführte kleine Gästehäuser, aber auch neue, moderne Hotels, die dann wirklich in den 4-Sterne-Bereich reingehen. Es gibt einige wenige Boutique-Hotels rund um die Insel und auch wenige Luxushotels. Ebenfalls eine Möglichkeit ist natürlich, dass man ein Ferienhäuschen mietet oder ein Cottage. Es gibt ein paar Spezialunterkünfte. Spezialunterkunft, das ist zum Beispiel ein Jurte. Oder man kann in Island in den Sommermonaten auch mit dem Camper oder mit einem Motorhome unterwegs sein. Da kann man entweder das eigene Motorhome mitnehmen, auf die Fähre gehen ab Dänemark und auf Island fahren, oder man tut vor Ort eins mieten. Hier haben wir ein Beispiel von einem Gästehaus in Nordisland, wo wirklich nur so 3-4 Zimmer hat und sehr, sehr persönlich geführt ist. Da sehen wir eines der
neueren Hotels. Das ist das Hotel Geysir. Das ist im 19. im Sommer aufgegangen. Und wirklich schön auch im nordischen Design eigentlich eingerichtet. Da sehen wir ein Ferienhäuschen. Das ist jetzt auch im Nordwesten von Island. Und da teilt man sich mit ein paar anderen Ferienhäuschen zusammen einen Hotpot, wo man dann am Abend noch gemütlich entspannen kann nach einem erlebnisreichen Tag. Das ist auch noch mal ein anderes Beispiel für eine Spezialunterkunft. Das ist Panorama Glass Lodge. Und natürlich im Winter mega, mega cool ist, weil man dann Nordlichter vom Bett aus schauen kann. Ist natürlich auch mal ein Erlebnis. Gut, jetzt sind wir schon relativ weit. Jetzt schauen wir doch mal, was es in Island alles so zu erleben gibt. Etwas, was zu Island dazugehört, sind die natürlichen heissen Quellen. Es gibt da verschiedene Möglichkeiten. Es gibt einfache, kleine, heisse Quellen mitten in der Natur. Da läuft man ein Zeitchen an und ist dann aber ganz allein und es gibt auch keine Infrastruktur. Dann gibt es also ein bisschen das pure Gegenteil. Das ist jetzt etwas, was man hier auf dem Bild sieht. Das kann man so ein bisschen vergleichen wie mit einem Thermalbad bei uns. Man zahlt Eintritt, es gibt Infrastruktur, das heisst, man kann sich umziehen, man kann warm duschen, es hat vielleicht sogar auch ein Restaurant. Und von denen gibt es ein paar, die sind so ein bisschen rund um die Insel verteilt und jedes ist auf seine Art wirklich speziell. Was man hier auf diesem Bild sieht, das ist das Geosee, das ist recht neu auch. Es ist in Husavik und man sieht, es ist wirklich so ein bisschen erhöht gelegen, wo man wirklich einen Blick über die ganze Bucht hat. Und mit ein bisschen Glück kann man dort auch Wale sehen. Zum Thema Wal kommen wir schon zum nächsten Thema und zum nächsten Erlebnis. Das sind die Walbeobachtungstouren. In Island hat man sehr, sehr eine hohe Chance zum Wal zu sehen. Und zwar liegt die bei über 90%. Es gibt so ein bisschen verschiedene Möglichkeiten. Wir haben einmal im Norden von Island Husavik. Husavik ist so ein bisschen das Whale-Watching-Capital, also die Whale-Watching-Hauptstadt von Island. Rund um Husavik trifft man hauptsächlich Buckelwale an, Zwergwale hat es viel und dann aber auch verschiedene Delfinarten. Auf diesem Bild hier sieht man jetzt aber gar niemand von denen. Man sieht auf diesem Bild einen Orca. Die Orcas sind daheim auf Snæfellsnes. Das ist eine Halbinsel, die zeige ich euch später im Westen von Island. Und eigentlich jetzt, so ab März bis in Juni hinein, sind die rund um Snæfellsnes daheim. Und mit ein bisschen Glück sieht man die dann, wenn man eine Walbeobachtungstour in dieser Region buchen tut. Was auch mega, mega cool ist, das habe ich letztes Jahr das erste Mal gemacht, ist eine Super-Jeep-Tour mit einem Fahrer. Also man tut nicht selber fahren, man ist einfach als Beifahrer mit dabei. Man kann mit diesen Super-Jeeps natürlich einiges mehr machen, als wenn man selber fahren würde. Meistens ist man im Hochland unterwegs, wie man auf dem Bild da schön sieht, fährt man dann durch Flüsse durch. Also es ist ein kleines Abenteuer. Was ich gemacht habe, ist ein Tagesausflug. Kann man super einbauen, wenn man ein paar Nächte im Süden ist. Und einfach mal das Hochland von der anderen Seite noch möchte kennenlernen. Es gibt auch längere Touren, Mehrtagestouren, wenn jemand sagt, hey nein, wenn schon, dann schon, gehen wir richtig ins Hochland. Wie gesagt, meistens ist es mit Fahrer. Es gibt aber auch die Möglichkeit, eine Tour zu machen, wo man selber fahren darf, wo dann einfach im vordersten Fahrzeug ein Guide mit dabei ist, wo man dann auch immer mit Funk verbunden ist und wo einem hilft, wenn man dann durch Flüsse durch muss. Ein weiteres Thema, ein grosses Thema in Island, ist das Thema Islandross. Die dürfen nicht fehlen, die gehören einfach dazu. Islandross haben sehr, sehr einen angenehmen Charakter. Es sind sehr ruhige Ross und sie sind darum auch gut geeignet für Anfänger. Wenn also jemand noch nie auf einem Ross gehockt ist und das gerne aber mal möchte machen, ist eine Option in Island. Es werden diverse kurze Touren angeboten, wo man dann zuerst die Ross ein bisschen kennenlernen und dann vielleicht so eine knappe Stunde draussen unterwegs ist. Wenn jemand schon Reiterfahrung hat, kann man natürlich auch auf eine längere Reittour gehen, mehrere Stunden oder sogar auch mehrere Tage. Also ein richtiges Highlight in Island ist, sind die Touren, wo man mit den Herden zusammen unterwegs ist. Das sind mehrere 100 Ross, die wirklich wild mitlaufen.
wenn sich jemand für das interessiert. Wir haben morgen, am Sonntag um 12 Uhr, noch einen Vortrag zum traditionellen Pferdeabtrieb in Island. Das ist das Datum im Herbst, wo die Farmer ihre Rosse vom Hochland heimholen, um dann sie im Winter bei sich zu haben. Wer sich also dafür interessiert, morgen um 12 Uhr tut meine Kollegin, die das selber schon live miterlebt hat, euch etwas darüber erzählen. Ja, wenn man von Island redet, redet man ja immer von viel Natur. Wandern ist natürlich auch ein grosses Thema. Das kann anfangen bei einem kleinen Spaziergang über mehrstündige Touren bis auch zu mehrtägigen Trekkings, wo man dann wirklich mit dem Zelt und den Hochlandhütten unterwegs ist. Und wir haben eben schon ein bisschen etwas davon gehört, Nordlichter. Man sieht die in Island auch sehr, sehr häufig. Es fängt an, so ab Anfang Mitte August. Dann wird es am Oben wieder genug dunkel, dass man dann auch die Chance hat, um die Nordlichter zu sehen. Ein Vorteil von Island ist, es hat sehr, sehr wenig Umgebungslicht, das stört. Das heisst, man muss hier nicht eine grossartige Tour buchen. Man kann einfach am Oben, wenn man zum Beispiel von uns den Nordlichtalarm überkommt, mit der Prognose, hey, es hat wenig Wolken, hohe Aktivität, dann kann man wirklich zu oben einfach von seinem Hotel vielleicht ein paar Minuten wegfahren, vielleicht aber auch einfach nur im Pyjama und in einer guten warmen Jacke vorausstehen und in den Himmel schauen. Nordlichter, die sieht man ungefähr so bis Ende März, Anfang April. Ab dann wird es dann eben wieder heller und dann sieht man sie nicht mehr. Gut, jetzt bleibt noch Zeit übrig. Jetzt gehen wir zusammen einmal rund um die Insel. Und ich möchte euch von den bekannten und von den etwas weniger bekannten Sehenswürdigkeiten erzählen, die es gibt. Wir starten mit der Hauptstadt Reykjavik. Reykjavik ist eben einmal unten links, dort, wo man in der Nähe eben auch ankommt. Reykjavik ist die nördlichste Hauptstadt der Welt. Und in Island wissen wir ja, es hat nicht so viele Leute. Das Interessante ist aber, 2/3 der Bevölkerung von Island die wohnt im Grossraum Reykjavik. Und nur 1/3 wohnt im Rest der Insel verteilt. Reykjavik ist nicht mega gross. Man kann das sehr gut zu Fuss anschauen, in einem halben Tag. Wenn sich jemand noch für Museen interessiert, dann lohnt sich, dann kann man natürlich auch ein bisschen länger bleiben. Das Wahrzeichen von Reykjavik ist die grosse Kirche, die über der Stadt thront. Man sieht sie schon von weitem, man sieht sie eigentlich auch so ein bisschen von überall. Man kann sie natürlich von innen anschauen. Man kann auch mit einem Lift rauffahren und dort oben der Uhr sehen, wo es beleuchtet ist, da kann man nachher raus schauen und hat auch nochmal einen schönen Blick über die ganze Stadt. Die Harpa fällt auch auf. Die Harpa ist ein neues Konzerthaus am Hafen von Reykjavik. Man kann die Harpa auch anschauen, wenn man nicht an ein Konzert möchte. Also man kann einfach wirklich nur durchlaufen, vielleicht auch nur von außen schauen. Ist aber wirklich ein Gebäude in Island, vor allem auch in Reykjavik, das auffällt, weil es eines der modernsten Gebäude ist in der Stadt. Wir haben ein bisschen außerhalb vom Stadtzentrum noch die Perthland. Die Perthland ist der Wasserspeicher von Reykjavik. Ihr seht die grossen Tanks, die es hat, mit den Kuppeln oben drauf. Und Perthland ist nicht nur der Wasserspeicher, das ist auch ein Museum. Die haben eine Ausstellung zum Thema Wunder von Island. Sie haben auch das Planetarium. Sie haben das Planetarium, das sie in Nordlichtshow zeigen. Also vor allem die, die im Sommer auf Island reisen, die haben dort auch die Möglichkeit, um doch noch ein bisschen etwas an Nordlicht zu sehen. Oben in der Kuppel, zu oberst oben, hat es ein Restaurant, wo man sehr fein essen kann. Es ist ein Drei-Restaurant und da haben wir auch wirklich schöne Ausblicke über die ganze Stadt, weil das eben ein bisschen erhöht auf einem Hügel ein bisschen außerhalb liegt. Da sehen wir noch das Bild von Reykjavik im Winter. Sie haben einen kleinen See, der im Winter gefriert, wo man dann zum Beispiel, wie es jetzt hier die Einheimischen machen, inklusive Samichleus drauf schleifschündeln kann. Gut, wir gehen jetzt von Reykjavik weg. Wir fahren ein kurzes Stück und dann kommen wir zum bekannten Goldigen Kreis. Der Goldige Kreis ist das Zuhause vom bekannten Geysir. Der Vorteil am Geysir ist, dass er sehr, sehr zuverlässig ist. Er spuckt alle 6-7 Minuten. Das heisst, man muss jetzt das nicht extrem gut planen und mega lang warten,
sondern man kann einfach dran anfahren, gemütlich hinterher laufen und dann dort 2, 3, 4, 5 Mal den Geysir bestaunen, wie er ausbricht und seine Wasserfontäne in die Luft aufschießt. Ganz, ganz nöch vom Geysir ist der Wasserfall Güttelfoss. Der gehört auch mit zum Goldigen Kreis. Und man sieht da schön auch auf dem Bild, wie das Wasser so über mehrere Stufen in die Schlucht runtergeht. Und zu guter Letzt zum Goldigen Kreis gehört auch noch der Nationalpark Fingvellir. Was im Nationalpark Fingvellir sehr, sehr schön ist oder was sehr, sehr eindrücklich ist, ist der Graben, den man sieht, dort, wo die beiden Platten auseinandergehen. Island liegt auf dem mittelozeanischen Rücken. Das heisst, dort, wo die nordamerikanische Platte und die eurasische Platte, wo die auseinandergehen. Und da gibt es so einen Graben und der geht mehr oder weniger quer durch Island. Und eben in diesem Nationalpark sieht man das wirklich sehr, sehr eindrücklich. Und abgesehen davon ist die Natur einfach auch mega, mega schön. Ihr seht auf diesem Bild den Nationalpark im Herbst. Es ist wirklich alles am Leuchten dann. Ich war letztes Jahr im August in Island, bis im September. Am Anfang, als ich kam, im August, war alles grün. Und dann Mitte September hat es dann wirklich genauso ausgesehen wie auf diesem Bild. Und es zeigt einfach noch mal einmal mehr, wie fest dass die Kontraste in Island wirklich einfach auch rum sind. Ein Tipp von mir im Goldigen Kreis, also in diesem Gebiet vom Goldigen Kreis, ist Friedheimar. Friedheimar ist ein grosses Gewächshaus, wo sie Tomaten unter anderem anbauen, wo man kann vorbeigehen kann, in diesem Gewächshaus umeinander laufen. Ihr seht es da drauf, verschiedene Mitbringsel kann kaufen. Aber das Highlight ist die Tomatensuppe, die sie machen. Und das Brot. Ich habe das Brot fast lieber als Tomatensuppe. Aber es lohnt sich. Machen dort einen Stopp am Mittag zum Beispiel und essen in diesem Gewächshaus wirklich von dieser Tomatensuppe, die in Island so angebaut und gemacht wird. Es lohnt sich auf jeden Fall. Also ich gehe jedes Mal, wenn ich in Island bin, eigentlich dort zum Mittagessen, weil es so fein ist. Dann haben wir etwas, was jetzt nicht zum typischen Goldigen Kreis gehört, aber auch in diesem Gebiet ist. Das ist der Lavatunnel, den man hier sieht. Das ist ein sehr, sehr alter Tunnel, wie es der Name sagt, wo früher die Lava durchgeflossen ist. Ich habe das sehr eindrücklich gefunden. Ich habe das auch letzten Herbst das erste Mal gemacht. Man läuft dann gut ausgerüstet mit Stirnlampe und Helm ein Stück weit hinterher. Man sieht dann immer an der Decke wirklich überall so ein bisschen die Spuren, die Lava hinterlassen hat. Und es gibt dann ganz am Schluss noch kleine Überraschungen, aber die verrate ich euch jetzt nicht. Ja, sonst wäre es keine Überraschung. Aber etwas in diesem Gebiet, was sich auch lohnt, zum anschauen, ist nicht so ganz das gleiche wie die Höhlen, die wir bei uns kennen, weil es halt eben so ein Lavatunnel ist. Gut, dann kommen wir so langsam Richtung Südisland, Richtung Südostisland. Wir haben hier ein paar bekannte Sachen, zum Beispiel der Wasserfall, den man hier sieht. Das ist der Seljalandsfoss. Also dem speziell ist, man sieht es auf diesem Bild schon ein bisschen, man kann bei dem hindurch laufen. Das ist dann auch wieder der Moment, wo man bei Sonnenschein ganz sicher Regenjacke und Regenhose braucht, weil man wird nass. Aber es lohnt sich, weil wer ist denn schon mal hinter einem Wasserfall durchgelaufen? Ebenfalls an der Südküste haben wir die langen schwarzen Sandstrände. Man sieht jetzt hier noch ein bisschen von der einen Seite auf den langen schwarzen Sandstrand und im Hintergrund seht ihr dort mit dem Felsentor das Kap Tirhola Ei, heisst das. Man kann einerseits da vorne an den Sandstrand runter und wirklich über die ewig weite schwarze Fläche laufen. Und man kann aber auch vorne, oder respektive jetzt in dem Fall hinter dem Foto, bei dem Kap den Ruf mit einem guten Auto, da braucht ihr wirklich ein gutes Auto, weil es ist relativ steil, kann man dort rauffahren und dann kann man von dort oben runter schauen und dann hat man eigentlich eine ähnliche Ansicht, wie man jetzt auf dem Bild hier sieht. Etwas, was ich euch sehr, sehr empfehlen kann, speziell auch gerade bei Sonnenuntergang, ganz, ganz eine schöne Stimmung. Mit dem schwarzen Strand und dann eben die Orangetöne der Sonne. Das ist etwas, was mir sehr, sehr gut gefallen hat. Wenn wir jetzt ein bisschen weiter in Richtung Osten gehen, kommen wir zum Nationalpark. In diesem Nationalpark haben wir
auch wieder ein Wasserfall. Das ist der Svartifoss. Bei dem speziell, man sieht es jetzt so schön auf diesem Bild, sind die Basaltsäulen im Hintergrund. Er ist nicht der grösste Wasserfall, es ist nicht der mit dem meisten Wasser, aber dafür einer, der ganz, ganz schöne Umgebung rund um sich herum hat. Man läuft bei dem ein Stück weit vom Parkplatz, es zieht sich ein bisschen, aber ich finde, es lohnt sich sehr, auch mal ein bisschen weiter zu laufen und etwas anzuschauen. Ja, dann kommen wir zu etwas weiterem, sehr bekanntem, das ist die Gletscherlagune hier. Das ist die Gletscherlagune Jökulsárlond. Die befindet sich noch ein bisschen weiter im Osten. Man sieht jetzt wirklich fast ganz an der Ostküste. Und da sieht man wirklich sehr gut, wie vom Gletscher die Eisstücke, die Eisberge abbrechen und dann so ganz langsam Richtung Meer führen treiben. Was man nicht verpassen darf, wenn man dort ist, ist einmal noch auf die andere Seite der Strasse zu gehen, an den Strand führen. Weil dort schwemmt es manchmal noch so Überbleibsel von diesen grossen Eisbergen an. Und die sehen dann so ein bisschen aus wie Diamanten auf dem schwarzen Strand. Darum nennt sich das auch Diamond Beach. Also als Tipp, nicht nur die Gletscherlagune anschauen, sondern auch auf diese Seite gehen und den Diamond Beach nicht verpassen. Gut, eben, wir sind jetzt wirklich ganz im Osten angekommen. Die Ostfjorde, die sind sehr, sehr ursprünglich. Da gibt es nicht so viel an touristischen Sachen. Es gibt einfach ganz viel Natur. Die Ostfjorde, ihr seht es auf diesem Bild, sind Fjorde, das heisst, wir haben steile, markante Berge, die direkt ins Meer gehen, wo man daran entlang fahren kann. Es ist meistens so eine Tagesetappe, die sich wirklich lohnt. Man hat auch Zeit, schön zum unterwegs ab und zu mal anhalten und etwas noch anzuschauen oder einfach wirklich mal nur so ein bisschen die Weite und die Natur zu geniessen. Wir haben noch jemanden, der im Osten daheim ist, wo man sonst nie antrifft, und das sind Rentiere. Meine Kollegin glaubt mir bis heute nicht, dass es in Island Rentiere gibt, trotz Video- und Fotobeweis und allem. Aber es ist halt wirklich so, dass die eigentlich nur im Osten anzutreffen sind. Und ihr seht es jetzt hier auf dem Bild, die sind meistens dann so ein bisschen in grösseren Gruppen, in grösseren Herden unterwegs. Was im Osten auch noch speziell ist, ist der Wald, den man da drauf sieht. Es fällt jetzt auf den ersten Blick gar nicht so auf, wenn man das nicht weiss. Aber es ist so, dass es in Island nicht so viel Wald gibt. Und im Osten haben wir den Hatlomsdader. Das ist der, den man da drauf sieht. Und das ist einer eigentlich der grössten Wälder in Island. Man kann in diesem Gebiet auch sehr schön wandern. Es geht weiter hinten, ihr seht es auf dem Bild, hat es einen See und ganz hinten am See hat es auch nochmal einen Wasserfall, der sehr spektakulär ist, auch mit den Felsen, die er ringsum hat. Es ist eine längere Wanderung für all die, die sich die Zeit möchten nehmen und gerne unterwegs sind, gerne am Wandern sind, machen das, es lohnt sich. Dann haben wir in den Ostfjord natürlich auch ganz, ganz viele kleine Fischendörfchen. Dann haben wir ein bekannteres Bild, das ist die hellblaue Kirche. Die ist ein Seydisfjörder. Seydisfjörder ist auch der Ort, wo die Fähre ankommt von Dänemark. Für all die, die ich vorhin gesagt habe, die möchten mit dem Camper, mit dem eigenen Camper auf Island fahren. Die kommen dann dort an im Osten. Wunderbar, dann sind wir jetzt im Nordisland. Ihr seht auf dieser Karte im eingezeichneten Kreis die Ringstrasse. Das ist die dickere gelbe Linie mit den Eis drauf. Und der Norden ist gerade ein gutes Beispiel, finde ich, zum Aufzeigen, dass es sich eben lohnt, von dieser Ringstrasse wegzugehen, sich mehr Zeit zu nehmen und eben ganz viele Abstecher zu machen, der Küsten entlang. Was ihr jetzt auf diesem Bild hier gesagt habt, das ist der Arctic Coast Way, also die arktische Küstenstrasse. Ihr seht, sie haben das so ein bisschen unterteilt, die drei Teile. Auf der rechten Seite, also im Nordosten, hat man ganz, ganz viele Naturwunder, die man anschauen kann. Im mittleren Teil haben wir dann eher so ein bisschen Fischendörfchen, die man anschauen kann. Dort ist auch Akureyri, die Hauptstadt vom Norden. Und wenn man nachher in Nordwesten überkommt, haben wir so ein bisschen den Teil, der geschichtlich sehr, sehr interessant ist, mit vielen Sagen und vielen Mythen. Unterwegs seht ihr ein paar Sachen. Ich werde euch jetzt zwei, drei davon vorstellen.
Es ist natürlich jetzt generell so bei dieser ganzen Präsentation, ich habe 45 Minuten Zeit. Ich habe vorhin gehört, 4 bis 5 Wochen, um alles anzuschauen. Ich habe natürlich nicht die Möglichkeit, euch alles vorzustellen, aber so ein paar Highlights vom Norden kommen jetzt. Wir haben hier einmal einen weiteren Wasserfall. Das ist, glaube ich, der mächtigste Wasserfall mit der grössten Wassermasse und der grössten Wucht. Ich bin vor 2 Jahren das erste Mal dort gestanden. Und also man ist dann schon wirklich einfach mal am Staunen, eine gute Runde, wie viel Wasser da wirklich tosend oben runterkommt. Ihr seht auf diesem Bild die Leute auch so ein bisschen am Rand. Man sieht ein paar recht gut mit den roten Jacken. Man kommt recht nah dran an. Also man bekommt da wirklich die Naturgewalt auch sehr, sehr gut zu spüren. Dann haben wir ein bisschen weiter nördlich, Richtung Küste, haben wir die Ausbirge. Ausbirge ist eine hufeisenförmige Schlucht, wo man auch die eine oder andere schöne Wanderung unternehmen kann oder auch einfach die, die es ein bisschen gemütlicher möchten, den schönen Ausblick geniessen von oben runter. Das hier ist Húsavík, unsere Wahlbeobachtungshauptstadt. Ist es auch eigentlich ursprünglich ein Fischerdörfli, wo mittlerweile ein bisschen grösser geworden ist, halt durch die ganzen Wahlbeobachtungstouren, die man machen kann. Es hat aber aus meiner Sicht eigentlich den isländischen Charme nicht verloren und ist eigentlich noch schön, auch zum dort gemütlich etwas trinken und etwas essen, vor oder nach der Tour. Besser nach der Tour, dann hat man Hunger. Etwas Bekanntes im Norden ist das Gebiet rund um den Mývatn. Der Mývatn ist der Mückensee. Ihr seht es auf diesem Bild. Es ist ein eher grösserer See und rund um den See hat es ganz, ganz viele Natursehenswürdigkeiten, die man anschauen kann. Etwas sieht man hier auf diesem Bild. Das sind Pseudokrater, was ganz viele hat. Es hat aber auch geothermale Gebiete, blubbert und stinkt nach Schwefel und dampft. Man fühlt sich ein bisschen wie auf dem Mond. Es gibt aber auch noch einen grösseren Krater, wo man raufwandern kann. Zum Beispiel im Winter, wenn die Sonne aufgeht, am 11. Oder im Sommer, also nicht im Sommer, das wäre dann vielleicht ein bisschen unpassend, wenn ich jetzt mit Nordlichtern anfange. Aber so in den Monaten Anfang und Ende vom Nordlicht kann man vielleicht sogar auch mal oben raufgehen und von dort dann Nordlichter schauen. Es bietet sehr, sehr viel rund um den Mývatn. Es lohnt sich auch, wenn man dort ein bisschen länger bleibt als nur ein, zwei Nächte, weil es wirklich viel gibt zum Anschauen. Ja, wir kommen jetzt so langsam in den mittleren Teil von dem Arctic Coastway. Und zwar habe ich vorhin gesagt, dass dort Akureyri noch ist. Akureyri ist die Hauptstadt vom Norden. Es ist wirklich ein bisschen so, also wenn man jetzt die Tour macht, die wir jetzt hier zusammen am Anschauen sind, man kommt dann wirklich so ein bisschen aus der Natur, viel Fischerdörfli, mal wieder in eine grössere Stadt. Akureyri ist natürlich nicht riesig, aber für isländische Verhältnisse ist es die zweitgrösste Stadt. Akureyri hat 2-3 Sachen, die man anschauen kann. Sie hat zum Beispiel einen botanischen Garten oder sie ist auch einfach nur ja, das Altstadtströsli oder einfach das Gebiet dort, wo man gemütlich durchlaufen kann, gemütlichen Kaffee halt machen, zum Beispiel, bevor es nachher weitergeht. Ja, wir haben hier den Kvitserker. Wir haben den vorher schon mal gesehen aus einem anderen Winkel und zwar auf dem Nordlichtbild. Hier fällt er jetzt noch fast ein bisschen mehr auf, weil er wirklich recht dominant auch ist. Die Isländer haben natürlich das Gefühl, dass das ein versteinerter Troll ist. Es ist einfach eine Felsformation an der Küste. Es ist recht schotterig und recht holprig, um dort hinzukommen. Wenn man aber genug Zeit hat, wenn das Wetter mitmacht, würde ich den Abstecher unbedingt empfehlen. Für mich sieht er ein bisschen aus eher wie ein Nashorn, aber das müssen wir den Isländern jetzt nicht erzählen. Für die ist es ein versteinerter Troll. Gut, jetzt kommen wir zu den Westfjord. Ich habe euch ja schon ein bisschen etwas erzählt, darum möchte ich jetzt eigentlich hauptsächlich noch ein paar Bilder dazu zeigen. Wir haben natürlich wieder die Fjordlandschaft. Man ist häufig und lang wirklich unten Fjord rein, Fjord raus unterwegs. Es kann aber einmal vorkommen, dass man über einen Pass drüber muss.
In den Westfjord kommt es wirklich auch noch vor, dass es unterirdische Strassen gibt. Darum tun wir für euch dort auch jedes Mal eigentlich ein gutes 4x4 Auto wieder buchen, dass es eben ein bisschen angenehmer ist. Was man nicht vergessen darf, wenn man von den Westfjorden redet, ist der Dynjanti. Der Dynjanti ist der Wasserfall, den ihr auf diesem Bild seht. Und ich war ein bisschen überrascht, als ich ihn das erste Mal gesehen habe. Ich habe mir den irgendwie nicht so gross vorgestellt, wie er dann effektiv auch ist. Man fährt, man kommt so ein bisschen um den Fjord herum und sieht ganz, ganz hinten im Fjord sieht man, einen Wasserfall. Man kommt immer näher und der Wasserfall wird immer grösser. Dann kommt man unten einen Parkplatz an und dann muss man zuerst noch alles hochlaufen. Und man ahnt es so ein bisschen, dass er wirklich gross ist, aber man merkt es dann effektiv erst, wenn man unten dran steht. Ich habe mich gefühlt wie eine Ameise vor diesem riesen Wasserfall, wo wie so ein Schleier oder wie so ein Kleid von einer Frau eigentlich über die Felsen oben runterkommt. Und wir haben dann recht viel Zeit dort verbracht, weil wir ja, einfach am Staunen waren und uns genossen haben. Man hat natürlich dadurch ein Stückchen hochlaufen, dann auch ganz, ganz eine schöne Aussicht wieder auf den Fjord zurück Richtung Meer führen. Etwas weiteres, was bekannt ist in den Westfjorden, ist der Lautrabjarg. Lautrabjarg heisst Vogelfels. Und es ist wirklich so, dass dort ab Mai bis sicher Ende Juli unzählige Vögel daheim sind. Unter anderem natürlich die bekannten Papageientaucher, die man hier auf diesem Bild sieht. Und die kann man gut beobachten, weil die sind ja sehr, sehr neugierig und können ein bisschen schauen, wer denn sie hier genau beobachtet. Dann ist das ein bisschen ein gegenseitiges Beobachten mit denen. Jetzt kommen wir noch zu Sneifelsnäs, wo ich euch vorhin erzählt habe, wo die Orkasten heim sind im Frühling und Frühsommer. Und dann schauen wir doch mal, was es auf Sneifelsnäs sonst noch alles so gibt. Sneifelsnäs wird häufig auch so ein bisschen Island in einer Nussschale genannt. Es hat viel zu bieten, viele unterschiedliche Sachen zu bieten. Und das halt auf recht kleinem Raum. Wenn wir jetzt da noch mal einmal zurückgehen, ihr seht, es macht einen relativ kleinen Teil aus. Aber es hat viel, viel Sachen zusammengetragen eigentlich auf diesem kleinen Stück Land. Hier sehen wir den Sneifelsjökull. Das ist ein Gletschervulkan, wo man immer so ein bisschen im Blick hat, wenn man auf Sneifelsnäs unterwegs ist. Hier haben wir den Kirkjufell. Das ist mittlerweile recht ein bekanntes Fotomotiv geworden. Ich würde euch hier raten, nehmt euch mal Zeit am Morgen früh oder eher später gegen oben, wenn ihr den möchtet, anschauen möchtet. Es hat A, weniger Leute und B, die Lichtstimmung ist natürlich auch ganz etwas anderes und etwas Spezielles. Sneifelsnäs ist eine Halbinsel, das heisst, wir haben sehr, sehr viele Küsten, wir haben sehr, sehr viele Klippen oder, wie man hier drauf sieht, auch sehr viele so Lava-Formationen, die dann hier ganz bizarr am Strand rumstehen, sozusagen. Thema Lava. Wir haben auch eine Lava-Höhle, die man anschauen kann. Ihr seht es hier, man geht dann so oben runter und ist dann wirklich in dieser Höhle innen. Ist es also etwas Ähnliches wie der Lava-Tunnel, den ich vorhin erzählt habe. Wir machen weiter mit Lava. Wir haben noch die Lava-Wasserfälle, die Rheinfossar. Das sieht man hier auf diesem Bild schön. Die haben wirklich, also es sind wirklich mehrere kleine Wasserfälle, die aus dem Lava rauskommen und vom Kontrast her auch sehr, sehr schön sind. Wir haben schwarze Lava, das weiße Wasser und dann im Fluss innen ist dann wirklich so ein bisschen das hellblaue, eisige Wasser, wo einfach sehr speziell aussieht. Ich habe es jetzt einmal gesehen, im Winter mit Schnee ist speziell. Einmal im Sommer habe ich es gesehen, eben so ein bisschen mit dem Grün. Und dann gibt es natürlich auch noch die Variante wieder mit der Herbstfarbe, wo dann alles noch so ein bisschen orange mit dazu hat. Ja, es ist jetzt schon fast vorbei. Wir schauen uns noch das Hochland an. Das Hochland ist etwas schwierig zum so etwas erzählen. Ich möchte euch hier hauptsächlich eigentlich Bilder dazu zeigen, lasse die so etwas wirken. Weil das Hochland muss man einfach erlebt haben. Das kann man nicht anders sagen. Darum gerne schaut euch Bilder in Ruhe an.
Ja, das sind so ein paar wenige Bilder zur Inspiration. Wir schließen jetzt noch ab mit der Halbinsel Reykjanes. Das ist etwas, wo man nicht draussen weglassen darf. Man hat meistens Zeit am letzten Nachmittag, wenn man nach Flughafen rausfährt, um dort noch ein bisschen Zeit zu verbringen. Ich glaube, ihr habt es alle mitbekommen. Halbinsel Reykjanes ist im Moment besonders bekannt durch einen aktuell andauernden Vulkanausbruch. Man sieht jetzt hier einen von diesen Kratern, wo im Moment wirklich Lava rauskommt. Es ist sehr, sehr aktiv dort alles. Sie haben in den letzten eineinhalb Jahren recht viel Erdbeben gehabt, was eben so ein bisschen die Vorankündigung war von diesen Ausbrüchen. Das heisst, man sieht dort auch ganz, ganz viele andere Sachen, die mit dem Vulkanischen zu tun haben oder vor allem auch einfach mit dieser Aktivität in Island. Man hat zum Beispiel auch die bekannte Blaue Lagune. Die befindet sich auch ganz, ganz nahe am Flughafen. Da kann man sich auch am letzten oben noch Zeit nehmen, wenn man möchte, um dort noch baden. Was sich ebenfalls lohnt, ist ein Besuch von Seltun. Das ist auch wieder ein Geothermalgebiet. Und es sieht ein bisschen aus, wie man auf dem Mars wäre. Man kann so auf Holzsteg sicher durch das blubbernde und dampfende, stinkende Gebiet durchlaufen. Und also ich bin jemand, der dort immer 100'000 Fotos macht, weil es einfach überall irgendetwas Spannendes zum Schauen gibt. Gut, jetzt sind wir am Ende angekommen von unserer Reise rund um Island. Ich habe jetzt mehr oder weniger live versucht, euch schon möglichst alle Fragen zu beantworten, wenn es Fragen gegeben hat. Wenn ihr weitere Fragen habt, besucht uns an unserem Stand an der Ferienmesse. Meldet euch jederzeit gern bei uns per Telefon, per E-Mail, im Chat, was auch immer. Wir freuen uns sehr, wenn wir eure Fragen dürfen beantworten. Ich möchte euch jetzt ganz kurz noch den Hinweis geben auf die kommende Vorträge von uns. Es geht im Anschluss dann gleich weiter mit Grönland. Skandinavien haben wir heute noch auf dem Programm. Und morgen, schau da, jetzt ist die Folie weiter gekoppelt, machen wir das so. Morgen im Anschluss, wie ich euch schon erzählt habe, der traditionelle Pferdeabtrieb in Island. Zum Thema Nachhaltigkeit gibt es einen Vortrag von morgen. Da werde ich mir ganz sicher auch anhören. Das ist ein wichtiges Thema. Und dann schließen wir dann am Sonntag noch ab mit Lappland im Winter und mit Schottland. Gut, dann bleibt mir jetzt nicht viel mehr übrig, als mich bei euch zu bedanken. Danke vielmals, dass ihr dabei gewesen. Interessiert ihr euch für Island? Und ich würde meinen, früher oder später sehen wir uns vor Ort auf dieser Insel aus Feuer und Eis mit ganz, ganz viel Kontrast. Ich freue mich, macht's gut. Eben Sorge.